Willkommen zum Krone AT Live Talk aus unserem Krone Studio mit zwei Damen, die es richtig krachen lassen, und zwar Susanne Hirschler und Steffi Paschke. Ihr beiden habtet ja schon ein Programm, ein sehr erfolgreiches Sex Sales, und jetzt geht es weiter jenseits von Eden. Geht es wieder um das eine? Nein. Diesmal gehen wir mehr in Richtung Beziehung, zwischenmenschliche Beziehungen, aber nicht nur zwischen Frau und Mann, sondern halt zum Beispiel auch zwischen zwei Frauen. Ja? Mhm. Und das Konkurrenz. Also zwischen zwei Kolleginnen, muss man dazu genau sagen. Ja. Und natürlich ganz kann man das Thema ja nicht auslassen, weil das gehört ja zur Menschheit dazu und zur Entstehung der Menschheit. Mhm. Und da sind wir auch schon beim Grundthema unseres Programms. Das Ganze spielt im Paradies und wie es halt wirklich zugegangen ist im Garten Eden. Hat man sich da vorher irgendwie eingelesen? Also seid ihr wirklich da gesessen mit der Bibel, habt die Schöpfungsgeschichte nochmal durchgelesen? Wie war das denn ursprünglich gedacht? Nein, wir haben das Programm nicht selber geschrieben, sondern wir haben zwei mega, hyper tolle Autoren gehabt, nämlich den Stefan Konrad und die Eva Schuster. Mhm. Der Stefan hat auch die Regie bei uns gemacht und die haben das Programm uns auf den Leib geschneidert. Mhm. Also wir haben selber überhaupt nicht recherchiert. Ich gehe mal davon aus, dass der Stefan und die Eva die Sachen, die sie wirklich original aus dem Paradies übernommen haben, schon noch einmal rückgecheckt haben. Aber der Zauber unseres Programms ist ja, dass wir eine völlig neue Theorie aufstellen. Mhm. Dass wir eben behaupten, dass nicht Adam und Eva die ersten Menschen im Paradies waren, sondern Eva und Lilith. Mhm. Also dass zuerst zwei Frauen im Paradies waren. Und der Adam dann erst nach einer Zeit dazu gekommen ist. Und da sind die Probleme dann wirklich losgegangen. Also eine klassische Dreiecksgeschichte. Ja, ja, die dann sogar zu einer Vierecksgeschichte wird. Also die Schlange, wir wollen ihren Namen hier nicht nennen. Ja. Ja. Die kommt ja dann auch noch ins Spiel. 17 Jahre und blondes Haar. Alles klar. Ja. Also, wie ist das denn wirklich? Wenn ihr sagt, okay, ihr sprecht auch so eine Dreiecksbeziehung an und es geht wahrscheinlich um Eifersucht oder einer spannt vielleicht den anderen den Mann aus, sind Frauen wirklich schlimmer? Sind wir das gemeinere Geschlecht? Weil man sagt immer, wir Frauen betrügen mehr, wir sagen es nur nicht. Ich meine, wie gesagt, mein Erfahrungswert ist relativ gering in diesen Belangen, aber ich habe letztens wieder in der Zeitung gelesen, dass Frauen ein viel komplexeres Gehirn haben als Männer. Mhm. Und auch viel komplexere Gedanken hegen als Männer. Ich denke, dass man vielleicht das so betrachten kann, dass Frauen sich, glaube ich, sehr viel mehr Gedanken machen. Mhm. Was wäre, wenn ich, wenn er, wenn wir, wenn und was könnte ich und so. Ich glaube, dass Frauen in der Hinsicht den Männern schon ein bisschen, also nicht überlegen sind, sondern ein bisschen anders funktionieren einfach. Die planen mehr. Ja. Frauen planen mehr, weil ich habe gestern erst eine Doku darüber gesehen, über Fremdgehen. Ja? Also es hält sich ziemlich die Waage mittlerweile. Es sind nicht immer nur die bösen Männer, die fremdgehen, sondern sehr wohl auch die Frauen. Nur die planen viel mehr ins Detail. Ja? Und ich glaube, dass die Beweggründe auch andere sind. Ja, oft. Das glaube ich auch. Also, ja. Und beim Mann ist es natürlich auch so in der Grundnatur ein wenig, ja, sich des Fortpflanzens und des Vermehrens, was ja auch in der Jenseitsgeschichte vorkommt, jenseits von Edengeschichte. Und bei der Frau ist es halt, die braucht diese Aufmerksamkeit, ja, diese Streicheleinheiten und ja. Wie ist es denn, wenn ihr Männer im Publikum habt? Lachen die lauter, weil sie sich ertappt fühlen, oder sagen die, das schaue ich mir nicht mehr an, weil da kriege ich zu Hause einen Deckel? Wie ist da euer Publikum? Habt ihr mehr Frauen als Männer, weil die sich auch identifizieren können? Gemischt. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ja. Also beim ersten Programm bei Sex Sales war es teilweise schon zu beobachten, dass bei gewissen Passagen, die Frauen herzhafter gelacht haben, weil sie einfach sich gedacht haben, ja, genau so. Und die Herren sich dann ein bisschen zurückgehalten haben, genauso umgekehrt. Mhm. Und beim jetzigen aktuellen Programm bei Jenseits von Eden, wir erzählen eine so, ich wage zu behaupten, interessante und amüsante Geschichte, dass man so aufpassen muss, dass man immer erst im Nachhinein irgendwie diese Aha-Erlebnisse hat. Mhm. Und diesmal machen wir es ja auch sehr subtil. Also wir erzählen ja sehr viele Dinge sehr hintergründig. Mhm. Ja, im Vordergrund steht die Komik und die Unterhaltung. Und ich glaube, dass dieses Programm sehr viel mehr so diesen Sicker-Effekt hat als das Programm davor. Ja, also es unterscheidet sich schon. Mhm. Ja.
Und natürlich ist es uns auch ein Belang, dass also mich haben Frauen angesprochen nach unserer Premiere, die wir jetzt hatten, dass man bei euch das Gefühl hat als Frau, man kommt da immer positiv aus dem Programm, also bestärkt in seinem Selbstbewusstsein. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist ein schönes Kompliment. Ja. Und es ist nicht so, dass wir jetzt mit dem Zeigefinger jetzt dastehen und auch die ganze Männerwelt verteufeln, nur weil jetzt zwei Frauen ein Kabarett machen. Überhaupt nicht. Ja. Also die Männer haben da genauso viel zu lachen, weil wir nehmen uns ja permanent auch auf die Schippe. Ja. Eben mit unseren Schwächen und Makel, die wir haben, die wir dann natürlich in diese Geschichte verpacken. Wie viel Privates kommt denn von euch rein? Bedient ihr auch manchmal euch an Geschichten von Freundinnen, die da im Kabarett sitzen und denken, ah ja, das habe ich erlebt. Also wie findet ihr da auch die Inspiration prinzipiell, wenn ihr spielt? Naja, beim Spielen kommt sehr viel von uns einfach rein, weil wir sind wir. Und ich meine, auch wenn wir unterschiedlichste Figuren spielen, ein bisschen was von einem selber ist immer drin. Wie gesagt, in diesem Programm, dadurch, dass es eben auch von der Eva und vom Stefan geschrieben wurde und eben... Aber auf euch, also die wissen ja, schon, wie ihr tickt. Aber es ist eine komplett, also wir spielen durch die Bank weg Figuren, ja, also wir sind nie wir selber. Das ist eher etwas, was wir in unserem Buch abgehandelt haben, das ja letztes Jahr erschienen ist. Sex Sells, mit dem Untertitel, wie Frauen mit Esprit Selbstbewusstsein und Sinnlichkeit die Welt erobern. Und da geht's, da haben wir sehr aus dem eigenen Erfahrungsschatz erzählt und im Freundeskreis und die eigenen Erfahrungen halt eben. Auch sehr amüsant natürlich, weil ohne das geht es bei uns nicht, weil wir einfach auch selber gerne lachen. Aber das ist eher so, das ist unsere Erfahrungswelt, die wir da irgendwie mitgeteilt haben. Liebe und Sex sind ja auch ein Thema, die werden nie alt. Also die sind ja so alt wie die Menschheitsgeschichte selber und funktionieren auch immer. Wie sieht es denn bei euch privat aus? Also, naja, aha. Aus! Cut. Ist das bei euch momentan auch ein Thema? Gibt es wen? Oder lebt ihr das gerade nur auf der Bühne aus? Ich bin glücklicher Single. Ich bin absolut zufrieden mit diesem Status und happy. Aber auch nicht abgeneigt, wenn jetzt morgen ein etwas älterer Ritter auf einem noch relativ jungen Schimmel vor der Tür steht, sage ich sicher nicht nein. Aber ich genieße mein Single-Dasein. Ich bin alleinerziehende Mutter. Und wir suchen keinen Toyboy. Oh. Wenn er großzügig ist, dann schon. Susanne, wie sieht es bei dir aus? Wir haben ja eine nette Homestory bei dir gedreht, mit deinem zuckersüßen Hund übrigens, dein ständiger Begleiter. Der wird jetzt heuer 15 im November. Es ist halt bei mir so, das muss ich schon dazu sagen, also ich habe immer wieder, bekomme ich sehr viele Komplimente und Avancen von den Herren und das tut natürlich auch sehr gut, weil auch ich bin nur eine Frau. Ja. Also natürlich schmeichelt das auch dem Ego und dem tut dem Selbstbewusstsein ganz gut, aber es war noch nicht der Richtige dabei. Also dass ich sage, das hat jetzt wirklich Bäm gemacht und es hat jetzt gefunkt und es ist auch so, ich war jetzt sehr, sehr eingespannt beruflich. Man muss auch sagen, die Männer haben immer ein bisschen Angst vor mir. Ich weiß zwar nicht warum, weil ich beiße nicht. Ja. Nur manchmal. Im richtigen Moment. Genau. Und mein Beruf ist halt doch mein Lebensmittelpunkt. Kann sich aber natürlich dann dementsprechend ändern. Aber das, wie gesagt, das passiert oder passiert nicht. Und ich war nie ein Typ Frau, der etwas erzwingen wollte, sondern sowas geschieht. Ich komme ganz gut mit mir auch alleine zurecht. Ja. Und mit dem süßen Wart. Also der, muss ich sagen, bereichert mein Leben schon sehr. Und die Steffi hat ja auch einen ganz süßen Hund. Sie hat ja noch dazu eine Tochter, die ja viel Aufmerksamkeit verlangt. Ja. Jenseits von Eden, 27 Mal spielt ihr dieses Programm bis jetzt. Vielleicht kommen ja noch weitere Termine dazu. Wie oft kommt es denn vor, dass auch jemand auch Blumen bringt oder einen Liebesbrief oder sowas? Ich hatte das. Wirklich? Letztes Jahr. Genau. Ja, in der Garderobe. Ein Herr Oberst. Von einem strammen Soldaten. Über sowas freue ich mich schon sehr. Das muss ich wirklich sagen. Also bitte, wer sich jetzt angesprochen fühlt, ja, Schokolade geht auch, Schmuck geht natürlich Parfum. Auch. Parfum geht auch. Juwelen. War echt. Alles kein Problem. Ja, nein. Über sowas freue ich mich schon. Und das war wirklich eine Überraschung, weil ich kam dann in die Garderobe und stand ein Blumenstrauß mit einem sehr netten Brief.
Und er hat sich dann aber nicht getraut, nach der Vorstellung sich vorzustellen. Ach, aber ich war dann schon so, dass ich ihm eine SMS geschrieben habe und mich natürlich herzlich bedankt habe für die Blumen. Und dann haben wir uns dann auch wirklich einmal bei einer Veranstaltung getroffen. Mhm. Nach einer Vorstellung habe ich mich mit ihm, das war in der Edenbar damals, hingesetzt auf ein Glas Sekt. Dann haben wir sogar miteinander getanzt. Ja. Aber mir war dann der Altersunterschied doch ein bisschen dann zu groß. Ja. Also es hat jetzt nicht gefunkt, aber ich habe mich sehr über die Komplimente gefreut. Und sowas zeigt einfach von Respekt und Wertschätzung, alte Schule. Das finde ich, ist nach wie vor gefragt und nicht aus der Mode gekommen. Ja, überhaupt das respektvolle Miteinander. Wann hat man denn die Gelegenheit, euch wieder Blumen und Liebesbriefe zu bringen? Ganz unmittelbar am Freitag, den 21. Ist das der richtige? Ja, den 21. Wo sind wir denn jetzt? In der Kulisse? Ich gucke einfach in beide Kameras immer abwechselnd. In der Wiener Kulisse, in der Rosensteingasse. Und am Samstag in der Edenbar, in der berühmt-berüchtigten Edenbar im ersten Bezirk. Das sind die unmittelbaren Termine. Und es geht aber jetzt den ganzen November und im Dezember auch noch weiter. Ja, genau. Und nächstes Jahr haben wir ja auch schon Termine. Und alle Termine findet ihr unter www.susanna-hirschler.at. Und da haben wir sie auch gleich nochmal. Und da ist meine Homepage. Und da geht ihr einfach auf Termine und da seht ihr auch die Uhrzeiten. Und man kann direkt dann auf den Veranstalter klicken, wo man dann die Karten kaufen kann. Genau. Aber prinzipiell sind die Karten über Ö-Ticket erhältlich. Ja. Wunderbar, hier haben wir auch einen super schönen Flyer, super nettes Sujet. Danke. War das eigentlich ein anstrengendes Shooting mit den ganzen Äpfeln? Nein, es war ein wunderbares Shooting. Wir haben einen grenzgenialen Fotografen gehabt, den Markus Guschelbauer. Und das ist das beste Shooting jemals gewesen, weil erstens durften wir liegen. Zweitens, es musste nachher kaum retuschiert werden, weil, wie wir ja wissen, ist die Schwerkraft ein Hund. Und im Liegen ist es schon einmal eine automatische Retusche. Und dann hat er festgestellt, wenn er jetzt diese Liegefläche noch ein bisschen anschrägt, dann ist quasi der Fallwinkel von den ganzen Sachen optimal. Und wir haben uns wahnsinnig wohl gefühlt, oder? Ja, es war ein sehr lustiges. Und ich muss mich ja da auch noch mal bedanken bei unserem Sponsor, bei Frisch Saftig Steirisch, die uns die Äpfel gesponsert haben, die wirklich auch sehr lecker sind. Also die schauen nicht nur lecker aus. Das war wahrscheinlich geplant, dass das ganz voll wird, aber hat es mir zugeschlagen. Nein, man soll uns ja auch noch sehen. Und also ich glaube, das ist auch ein sehr hübsches Sujet geworden. Und was ich noch kurz zum Programm sagen wollte, also es ist jetzt, wir haben... Also für alle Schlagerfans da draußen, wir haben natürlich auch wieder Musik und viele Schlagerzitate in unserem Stück verpackt. Wir haben das Ganze auch gebrochen durch Sketche und Soloauftritte. Also wir schlüpfen immer wieder in andere Figuren und es sind so Lebenssituationen, wo sich auch jeder wiederfindet, glaube ich. Ja. Und natürlich haben wir Nummern wie von der Helene Fischer, Nino de Angelo, Jenseits von Eden natürlich drinnen. Ja. Wenke Mühre, beiß nicht gleich in jeden Apfel. Also bei der letzten Vorstellung in der Edenbar haben die Leute dann schon so gegeiert aufs nächste Schlagerzitat und dann wirklich mitgesungen. Es war wirklich überwältigend. Ich bin schon sehr gespannt. Am Wochenende seid ihr ja zu sehen und dann, wie gesagt, insgesamt 27 Termine. Toi, 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 dass das weiterhin so gut läuft. Ja. Und Ihnen vielen lieben Dank fürs Zusehen und danke, dass ihr beiden da wart. Danke, super. Danke. Danke.